Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, denn wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann auch wieder der Schocker der Woche. Und angefangen hat die Woche bei der Annika, die hat nämlich ein 100%iges Owei bekommen mit 15, 15, 15, wie ihr seht, in der Nähe von Hildburghausen am 4.9. Richtig genial, damals zu den Anfängen von Pokémon. Immer wenn ich ein Kokowai gesehen habe in der Arena, habe ich mir die Haare vom Kopf gerissen, denn das war so ein unglaublich starkes, brutales Pokémon. Auch jetzt noch als Pflanzenangreifer mit Solarstrahl, eine richtig krasse Kanone. Dann schauen wir, der Bob the Rob hat einen Shiny Hund Duster bekommen. Richtig genial. Habt ihr auch schon Shiny Hund Duster? Schreibt's mal in die Kommentare. Der Stefan Landei hat uns geschickt: Zeit für eine Bilanz nach fast 1000 legendären Raids. Ein Hundo, also ein Hunderter. Eins ist mal geflohen, als es noch wenig Bälle gab. Und jede Menge im Beutel, bestimmt über 100 zum Tauschen. Ihr seht also 999 von 1000 Raids. Und hat dabei ein 100%iges Latias bekommen. Latios. Das Rote auf jeden Fall. Ich weiß immer, ich kann die zwei nicht unterscheiden. Aber ein 100%iges davon. Wie viele Raids habt ihr gemacht? Legendäre. Habt ihr die Goldmedaille schon voll? Und wie viele Hunderte habt ihr natürlich dabei? Schreibt's mal rein. Ich habe dann mal zum Vergleich, weil wir es darüber hatten, auch mal meine Medaille fotografiert. Ich bin jetzt momentan bei 2391 gewesen. Habe also schon das Doppelte von ihm. Dafür sieht es bei Champion bei den 1000 normalen Raids noch dürftig aus. Da fehlen nämlich noch 9 Stück für die Goldmedaille. Aber ich habe ja heute früh auch schon ein Video hochgeladen. Was will man bitte schön raiden? Man hat im Prinzip alles. Selbst die Shinies, die es momentan aus den Raids gibt, habe ich alle. Die anderen Sachen habe ich alle. Despota-Armee, Machomai-Armee. Für mich würde es sich überhaupt nicht lohnen, irgendwas anderes zu raiden außer Fünfer. Aber bei den momentanen Fünfern mit Deoxys nehme ich die eigentlich auch nur mit. Nicht, weil Deoxys so ein gutes Pokémon ist, sondern weil es da eben die 10.000 Erfahrungspunkte gibt und für den Main-Account will man ja immer noch ein bisschen sammeln, leveln und so weiter. Anders sieht die Sache aus, wenn es dann neue Raids gibt, Generation 5 Pokémon und wie bei Shinox damals, wenn es, meiner Meinung nach ist es so, wird es Klick dann offiziell also im Raid geben, im 1er Raid, auch Shiny verfügbar und nur erstmal so in einem Raid, nicht wild, also würde ich natürlich dann auch Klick-Raids machen. Wie bei Shinox damals, um ein Shiny zu bekommen, um einen Hunderter zu bekommen. Das ist also dann wieder Grund für mich, diese Medaille weiter zu spielen. Viele haben die bestimmt schon auf Gold, die andere dafür noch nicht. Aber nur Geduld, irgendwann habt ihr eh alles auf Gold, da muss man es ja nicht sinnlos rausschmeißen. Der Kenny hat ein Shiny Alola Mauzi gebrütet, auch sehr fein. Bis jetzt läuft, schreibt er hier, hat nämlich noch ein Incognito mit dem Buchstaben T hinterher gebrütet. Gandalf Julius hier, ein Shiny Skorgler, gab es ja in der ersten Ultra-Bonus-Woche. Dann hat es der Stefan Landei geschafft, gewinnt 1000 legendäre Raids, wieder eine Medaille erledigt. Glückwunsch dafür. Der Kenny aus der Quest gefischt mit einem Shiny Ponita. Der Brain aus Thema mit einem Shiny Alola Kleinstein. Dann hat sich der Lifter Braider gewundert. Die Raids gehen aber lange. 1 Stunde 23. Und das wurde jetzt auch mit dem Ultra-Bonus so geändert, weil die 3 Raubkatzen kamen gleichzeitig raus. Mittlerweile jetzt habt ihr die 4 Deoxys-Formen, die gleichzeitig kommen. Und manche wollen ja nur die eine Form machen. Die anderen sagen, die brauche ich nicht. Ich brauche noch die fehlt mir. Bei den Raubkatzen so ähnlich. Bei Suicune bin ich raus. Bei Raikou mache ich mit. Und wenn man das vorher nicht weiß und die dann wirklich einfach nur 45 Minuten da sind, ist das eben schlecht mit Absprechen. Deswegen sind die Eier momentan ja nach 15 Minuten erschienen und bleiben dann 1,5 Stunden auf, dass man sich trotzdem noch absprechen kann, was man macht, was man nicht macht. Ich bleibe in Italien, schreibt hier auch Bob the Rob, auch mit einem Shiny Skorgler. Sören Löffler hat hier ein Shiny Togepi gebrütet, auch mit richtig guten Werten. Verteidigung auch auf 15, wie man sieht, richtig genial, aus Brandenburg. Dann haben wir ein 100% wettergeboostetes Shiny Entei vom
Ben Quirin, eigentlich müsste das der Schocker der Woche sein, auch aktuell, weil es zum Thema passt, mit den Raubkatzen, Ultra-Bonus Woche 1 beendet und das also sein Mitbringsel für den 9er, 100% wettergeboostetes Shiny Entei, aber ich habe einen anderen Schocker der Woche, das trotzdem ein richtig krasser Brocken, den wir zeigen wollen. Auch der Mitzenmann aus einer Aufgabe, ein Shiny Schnitzel Fritzel Blitz mit 409 WP. Dann Pupsi, auch ein Skorkler bekommen. Damit hat sie mir geholfen, dass ich überhaupt meine Familie vollständig habe, weil sie mir ihrs wieder mal getauscht hat. Dann gab es eine neue Kryptobälle. Ihr wisst ja, ihr könnt jetzt Blutzug, Omot, Mirapla, Duflor, Anton Vulcano, Abra, Nocchan, Lavita und dann auch Chellast aus den Rocket Stops erhalten als Krypto-Pokémon. Das zeigt uns zum Beispiel auch der Brian hier. Der hat nämlich gleich ein Krypto, also ein Shadow, Lavita bekommen. Der Kenny, to be or not to be a Shiny, das ist hier die Frage, zeigt Shiny an, sieht aber nicht so aus. Der hat aber ein Shiny Fluffeluff aus dem Ei gebrütet und das ist halt geringfügig heller als das normale. Die Katze schlägt gerade an meinem Bein rum, ist ein Shiny, sieht man ja auch, es glitzert auch daneben. Aber der Unterschied bei manchen Shinies ist wirklich kaum zu deuten. Wenn dann noch der Hintergrund lucky ist, dann sieht man wirklich nichts mehr. Deswegen hasse ich es ja, wenn die Shinies lucky werden beim Traden. Der Pokefreak Red zeigt uns hier ein Omot. Das Omot ist drauf. Guckt euch die großen roten Augen an. Dann habe ich noch einen Wablu bekommen. Ich weiß gerade gar nicht wo, habe aber auf jeden Fall einen Punkt dran gemacht. Den Wablu habe ich ja schon einige, auch aus Dortmund damals, bei der normalen Safari-Zone. Und habe einen Punkt dran, weil das kann ich abgeben. Habe ja doppelte davon. Stefan Landei, nicht besonders gut, aber finster. Auch mit einem Lavita, Krypto-Pokémon. Pokefreak Red nochmal, hat mir auch was gegönnt. Ein Shucky. Ach, Shucky, ein Shiny Lucky. Genau, das könnt ihr auch zusammenfassen. Ein Shucky Garados. Ein Shiny Lucky Garados mit 93%. Dann, da ist es endlich, der Lifterbrader und die Annika sind Glücksfreunde geworden. Was sie sich getauscht haben, habe ich ja in einem Video gestern gezeigt. Das Doppel-Glücks-Rayquaza. Hier passend zum momentanen Release von S Kapitel 2 auch ein Pokémon-Bild dazu. Das böse Pandemos in der Kanalisation. Ein Driftlon als, ein Shiny Driftlon vor allem, als Ballon, den er da in der Hand hat. Und der kleine Junge, das Pikachu mit dem Pikachu-Kostüm, weil der so ein gelben Regenmantel anhatte, passt also alles wie die Faust aufs Auge. Dann nochmal Grüße an Nachtmare, der hat ja den NoGym 2019 Account gewonnen, ein Level 40er Account, ohne Team, ohne Raids, ohne alles, aber auf Level 40 hochgezogen, mit ein paar Shinies drauf, mit ein paar Hundertern drauf. Ihr hattet es ermöglicht, die Aktion zu machen, durchzuziehen. Dann haben wir den Account verlost. Er hatte den besten Kommentar dazu abgegeben und nach Absprache haben wir uns entschieden, ihm den Account zu übergeben. Der Marco war zu Besuch und als er weitergezogen ist, hat er mir noch dieses Bild geschickt von einem Cap mit Shiggy drauf. Da steht auch Squirtle. Richtig genial. Das habe ich auch mit reingenommen. Stefan Landei, ich habe ja schon viele Schrott-Raids gemacht, aber das ist selbst für mich extrem. Ihr seht, wenn ihr mal keine Zeit habt für einen Fünfer und den täglichen Pass trotzdem nicht verstreichen lassen wollt, dann macht ihr einfach Kramurks. Kann ja shiny sein, aber momentan ist halt echt so eine Raid-Flaute, man weiß nicht, was man machen soll. Machomai, okay, wenn du 6 Stück hast, brauchst du die nicht mehr. Despota, okay, wenn du 6 Stück hast, 12 Stück, 18 Stück, du brauchst die nicht mehr. Bevor ich Kramurks-Raids mache, lass ich lieber den Raid Pass verstreichen. Also bei den ganzen kleinen Accounts zumindest. Mit dem großen muss ich ja den großen machen. Der Nägelmon auch mit einem Shiny Skorkler. Der Shiny Nägelmon wieder zugeschlagen. Hier die Steph Pef hat einen Kuchen gebacken, der aussieht wie ein Dickter, aber ein Shiny Dickter. Kein Alola, sind ja keine Haare oben drauf. Würde ja auch anders aussehen, das wäre ja noch dunkler. Aber ein Shiny Dickter-Kuchen, richtig genial. Dann habe ich endlich ein Shiny Mobile bekommen, aber nach 277 Eiern, gebrütet ohne Shiny, hat mir der Bockwurst-King jetzt seins getauscht. Dafür hat er noch ein dickes, fettes Shiny Rayquaza bekommen.
Dann der Bockwurst King, wo wir gerade beim Thema sind. Hier seht ihr also nochmal die Ultra-Buchstaben von Incognito und darunter auch gleich die passende Werbung dazu. Incognito, Ultra-Thin, Binden, Tampons, alles Mögliche könnt ihr gleich dazu bestellen. Der Nägelmon auch mit einem Incognito, nämlich ein Buchstabe L. Das war auch einer der seltenen mit. Der Toni aus Thema auch mit einem U. Jetzt wollte ich sagen W, aber das wäre, ne, ist nicht. Ist ein U, Ultra, ne? Terrorziggel, Shiny Skorkler, Bierbenny mit einem 100% zur Bieris, der Stefan Landei, so die letzte gute Tat für No Gym. Der hat nämlich noch eine Fotobomb gemacht mit Farbigel und deshalb jetzt also die Silbermedaille bei Farbigel erreicht. 50 überraschende Begegnungen im Go-Schnappschuss-Modus habe ich noch nicht mal. Da bin ich immer nachlässig, da mache ich nur bei Events mal ein paar. Und der Endstand, wie der No-Gym-Account momentan hatte, waren also 22,6 Millionen. Wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren habe, wird er aber auch noch den Community Day von Cellast mitspielen mit dem No-Gym-Account. Darum hat ihn nach Mare gebeten, weil er noch kein anderes Handy dafür hat. Also da kommt sicherlich noch mal einiges dazu. Das sind ja noch mal 4 Millionen, glaube ich, Freundschafts-EP, die jetzt am Community Day dazukommen können, wenn alle wirklich die Geschenke pünktlich öffnen, nicht zu früh öffnen. Dann der Nägelmon noch mit einem 100% Knacklion. Oder wie man auch sagt, Kaklion, lass das N weg, weil das wirklich eine Zeit so genervt hat. Der Robby mit einem 100%igen Panzer Aeron aus Erfurt. Der Jamaikor Only Shiny mit einem Shiny Taubos. Eins muss ich auch noch entwickeln. Die Heike würde ich gerne gegen ein gelbes Wablu tauschen. Leider habe ich schon Natu, auch die ganze Familie voll, sonst hätte ich ihr dann Wablu gegeben gegen Natu. Der Toni aus Thema endlich mal wieder. Noch ein Shiny Skorkler. Der Robby, krass. Ein wildes Pandimos in Shiny-Variante. Denn die gibt es ja nicht nur aus den Eiern. Die könnt ihr eben auch wild fangen. Pandimos eben bei uns. Kangama in Australien. Porenda in Japan, Asien, diese Region. Und Taurus natürlich in Amerika. So sieht das also aus. Das grüne Shiny. Da freut man sich doch über jedes Pandimos, was man jetzt sieht. Dann habe ich noch ein Pandir bekommen, wieder mal von Pupsi. Pandir Nummer 3 als Shiny. Es gibt ja jetzt die Nummer 8 als Shiny, die Nummer 3 als Shiny. Jetzt auch in der Sammlung und das sieht richtig genial aus. Danke dafür nochmal. Dann der Kenny, so kann es weitergehen, hat auch sein erstes regionales Shiny bekommen. Ein Porenda aus dem Ei gebrütet. Ihr seht, das ist heller natürlich, hat immer noch seine Lauchstange in der Hand. Und momentan sieht es also so aus in den 5er Raids, wenn man da wirklich mal in den Nearby guckt, dass ihr die verschiedenen Formen habt. Hier habt ihr die Initiative-Form unten links und rechts oben, die Verteidigungsform und in der Mitte, das dürfte die Angriffsform sein. Die Angriffsform, glaube ich, das ist natürlich die, die am leichtesten zu besiegen geht, die fette Globige, am schwersten. Wir haben gestern mit 6 Accounts oder so an dem Ding rumgeknüppelt und hat noch 10 Sekunden übrig. Dann der Robby und wieder eine Shiny-Familie fertig mit einem Shiny Stolos für die Sammlung. Annika auch mit einem Shiny Porenda gebrütet und das ist sogar ein richtig gutes, das dürfte ein 98%iges Shiny Porenda sein. Der Furzbob noch mit einem Shiny Wablu mit einem richtig krassen Level hier drauf. Pokefreak Red mit einem Shiny Kangama, dass man das auch mal sieht. Fehlt also in der Folge jetzt nur Shiny Tauros. Und dann habe ich vorhin gesehen, als ich mal wieder in der Mittagspause beim Netto war, um mir schön Hanfsalami zu holen mit Mohnbrötchen, ein neuer Pokestop. Wieder mal Stolpersteine oder wie es hier steht, Stumbling Block von Clara Bachmann. Das aber die Highlights der Woche. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von mir selber, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, der Schocker der Woche kommt von Kaisch93. Der hat nämlich am 6.10.2018 in Bonn, Nordrhein-Westfalen, ein Shiny Pikachu mit SS-Cap gefangen. Und ich habe letztens ein Video gemacht,
meine Shiny Pikachu-Sammlung und ich hatte alle Shiny Pikachus in der Woche, wo es Pikachu nochmal gab, habe ich mich wirklich rangesetzt, habe so gesuchtet und habe jedes Pikachu als Shiny bekommen oder mir als Pikachu-Shiny rübertauschen lassen vom zweiten Account, von anderen und sonst wieder wurde so viel getradet und so viel reingesteckt, diese Sammlung zu vervollständigen, aber eins hat mir gefehlt und das war das SS Cap Pikachu als Shiny, da das eben nicht nochmal zurückkam und als es damals da war, waren wir natürlich in Erfurt bei der Mac und haben da viel gesehen und viel gemacht, aber wenig gespielt, hab also damals keins bekommen und Leute gab es, die haben das reingesetzt im Internet bei eBay und haben gesagt, 150 Euro, 200 Euro kannst du haben, sonst was. Ich habe mich nicht lumpen lassen, ich habe überall gepostet, auf sämtlichsten Gruppen, in sämtlichsten Gruppen meine ich, überall auf Social Media Kanälen, habe gesagt, ich würde tauschen, ich habe so vieles doppelt, ich gebe euch sogar 3 Shinies zum Preis von einem und dann kam der nette Herr, der Kaisch 93 und hat gesagt, hey, ich hab das Pikachu, was du suchst. Und er war so bescheiden, der wollte nichts Brutales dafür. Der hat einfach gesagt, er hätte gern das oder das oder das. Und ich habe gesagt, ach so, alle 3 kannst du haben. Und er, was, alle 3? Aber ich wollte nur 1 von den 3. Das war doch nur eine Auswahl. Hab mit ihm das jetzt getauscht. Jetzt muss er wieder ein bisschen sammeln. Ich habe ihm versprochen, er kriegt dann das nächste auch noch, sobald er wieder Staub hat. Und der hat auf jeden Fall einen Stein bei mir im Brett. Ja, das sagt man, glaube ich, so. Damit also jetzt die Pikachu-Shiny-Sammlung komplett vollständig. Alle Shiny-Pikachus hier vereint. Ihr seht das. Also, ich finde es unglaublich. Ich kenne einen, der hat damals eins bekommen. Den hätte ich nicht fragen können. Aber jetzt habe ich selber eins und guckt euch das an. Nein, nicht den Namen ändern. Hab mein Buddy jetzt auch mal so benannt mit C-Day Level Up, dass man das so klar macht den Leuten, die immer so Geschenke öffnen und schicken. Und ich bin so froh und finde das so geil, einfach nur viele kommen an und müssen das teuer kaufen oder geben ihr Herz und ihre Seele dafür weg. Und ich habe das einfach so ganz human und ganz menschlich bekommen. Human und menschlich ist dasselbe, Ramses, du Dummer. Was ist schon wieder los? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns nächste Woche, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und natürlich den Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Bis nächstes Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.